Herzlich willkommen zu Zongos Welt TV. Ich bin da bei Xayo. Xayo, bei mir Hannes Reiberger, das Reiberl. Hannes Reiberger, ihr macht das Xayo, glaube ich, seit 27 Jahren. Und ihr habt immer eigentlich Produkte importiert. Und jetzt habt ihr selber ein eigenes Geschäft. Ihr habt wirklich ein eigenes Geschäft, auch für den Endkunden und nicht nur für den Händler, oder? Genau, so ist. Wie gesagt, wir haben jetzt bis vor kurzem eben nur Großhandel gemacht und jetzt ist es einfach so, dass jetzt einige Händler zugesperrt haben, größere, Zweiradbörse und so weiter, dass wir in diesem Raum im Osten eigentlich zu wenig Vertriebskanäle gehabt haben. Ja? Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir sind im Rest Österreich eigentlich ganz gut aufgestellt, aber im Osten nicht so. Da müssen wir jetzt ein eigenes Geschäft machen. Ja? Ja. Einen Retail-Shop auch für die Endkunden. Das haben wir jetzt eben 26 Jahre nicht gehabt und jetzt ja. Haben wir das. Und freuen uns eben, dass wir da jetzt auch den Endkunden bedienen können. Ja? Das ja. soll nicht jetzt sein irgendwie gegen Händler, sondern ja. auch die Händler können den Showroom nutzen oder die Kunden ja. vorbeischicken und verrechnet ja. wird es über den Händler. Ja. Aber es war einfach so aus der Not heraus, dass viele große Händler einfach geschlossen haben. Ja? Ja, wir unsere Produkte ja. an den Mann bringen müssen. Ja, ja, ja. ja. Das ja. war eigentlich die Idee. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Das ist unglaublich, weil wie gesagt, ich verfolge das wirklich lang schon und ich bin ja oft ein Testfahrer gewesen. Bin ich ausgestattet worden für euch. Das war wirklich großartig. Kiwi-Helme kann ich mich erinnern. Gaerne-Stiefel. Also wirklich, dann Leder habt ihr auch immer verschiedene Marken gehabt, weil diese Importeursituation, die bleibt ja nicht immer gleich, sondern man hat eine Marke. Und dann ändert sich irgendwas, dann hat man wieder eine andere Marke, weil Kiwi zum Beispiel, die Helme waren ja Weltklasse, aber irgendwann waren die einfach so ins Eingegangen. Gell? Die sind dann pleite gegangen, das war eine sehr gute Marke, die haben auch ein großer Stückzahl in Österreich verkauft, aber irgendwann haben die dann irgendwelche falschen Entscheidungen getroffen und sind eingegangen. Ja. Wir haben da zum Glück schon eine zweite Helmmarke gehabt, da haben das ein bisschen auffangen können, ja. auch mit AGV. Diese ganzen Strukturen ändern sich jetzt halt schneller als früher halt. Ja. Und da sind wir auch relativ breit aufgestellt, ja. weil sich das eben so schnell ändern kann. Ja. Ja. Du Reiberl, ich muss es jetzt schnell sagen, weil wenn der Akku ausgehen sollte, nicht, da kennst du mich, mit den Batterien bin ich immer schwach. Das Geschäft jetzt da, das ja. ist für die Endkunden offen und das ist in Brunn am Gebirge in der Industriestraße B. B16 HB01. HB01 ist die Halle ja, ja. in 2345 Brunn am Gebirge. Ja. Ist eine wunderschöne Adresse. Kommt ganz locker von den Lippen. Ja. Postler ja. findet es auch nicht immer. Ja, wie gesagt, da sind wir jetzt mit unserem Shop und freuen uns eben, dass wir jetzt auch endlich einmal das präsentieren können. Wir haben da relativ viel Helme, Bekleidung ausgestellt, haben aber noch angeschlossen ein großes Großhandelslager, wo wir dann natürlich zugreifen können. Ja. Das ist eigentlich ja, die Idee ja, dabei, ja, ja. Ja, dass wir die Verfügbarkeit ja. haben ja. und dem Endkunden auch zeigen können, was alles da ist. Ja. Ja, bevor wir uns jetzt auf die Produkte hinhauen, weil das hat man immer irrsinnig gedacht, du kannst dir das wahnsinnig gut erklären. Weil wir haben ja da zum Beispiel einen AGV-Helm, ja. der kostet jetzt mittlerweile 1600 Euro, du musst ein bisschen einen Text abliefern, dass ich das begreife, warum das 1600 Euro kostet, das ist irre, das ist wirklich irre. Aber bevor wir da hinkommen, was wollte ich da jetzt noch sagen, genau, für die deutschen Zuseher, es gibt ja relativ viele deutsche Zuseher von Zongos Welt TV, die kennen aber bei euch nichts bestellt. Da wird nicht einer fahren von Deutschland jetzt daher nach Brunn am Gebirge. Und den Webshop, den gibt es noch nicht, gell? Das kommt erst. Nein, das kommt erst, das ist shop.xayo.com. Da werden wir eben auch diese Merchandise-Sachen vertreiben, die wir dann auch nachher noch besprechen. Und das ist halt in Kürze auch dann online. Ja, ja. Du, diese Merchandise-Sachen, die interessieren mich natürlich schon, weil ich meine... Das ist echt ein Wahnsinn. Und ich als großer MotoGP-Fan, ne? Du hast ja glaube ich so ein 46, ist ein offizielles 46er. Natürlich, offiziell, alles offiziell. Und das ist ein offizieller Repsol-Strampler. Das da glaube ich ist der Carteraro, gell? Das ist richtig. Wahrscheinlich, oder? Der taugt mir sehr, ja. Der ist halt der Newcomer und der hat ja in der letzten Saison wirklich ordentlich was geleistet. Ja, das stimmt. Und ist einfach ein sehr, sehr netter Typ. Und da haben wir jetzt eben auch das ganze Merch von ihm. Es gibt noch nicht so viel, er ist ja. natürlich noch nicht so bekannt wie Rossi, ja. aber er ist absolut im Kommen und ist einfach ein ja. cooler Typ. Ja. Das muss ich in die Kamera zeigen, weil das taugt mir total. Schlüsselanhänger, super Sieg.
Marco Simoncelli. Ich meine, das ist echt der Wahnsinn. Und diese Schlüsselanhänger, das gibt es auch von allen vermutlich, oder? Das gibt es für mehrere, vom Rossi gibt es das, von Marquez. Es gibt überhaupt, das ist jetzt nur eine ganz kleine Auswahl von dem, was es gibt. Diese ganzen Ducati-Sachen sind auch sehr, sehr beliebt. Das ist zum Beispiel ein Schweißband. Ein Stirnband. Ist einfach der für einen echten Pygmäen. Stirnband. Genau. Ja. Da gibt es halt Flipflops, Uhren, Nacho. Aber verwenden Sie dieses Schweißband nicht auch für diese Bremsflüssigkeitbehälter zum Optimieren? Kann man auch machen, ja, genau. Ja. Wahnsinn, Ducati Cors. Da haben wir noch eine Uhr vom Rossi. Genau, die Rossi-Uhr kostet 99 Euro und hat da sogar... Und geht falsch. Und geht falsch, ja. Ja, geht immer ein bisschen schneller, ja. Ah, das sage ich noch. Ja. Da ist das Reifenprofil. Bandel mit einem Reifenprofil ist ein Wahnsinn. Ja. Ja. Du, und das nehme ich auch, weißt du, ich bin selber ein großer MotoGP-Fan und wenn dort bei so einer MotoGP-Veranstaltung bist, das Merchandising ist ja enorm, was dort abgeht. Und ich nehme auch, das ist ein gutes Geschäft, oder? Naja, es ist so, dass diese zum Beispiel VR 46 Racing ist ja wirklich die Firma vom Rossi. Ja, und ja. Diese Vorortsachen macht er alles selber. Ja. Das heißt, okay. Das ist wirklich die Firma vom Valentino Rossi. Ja. Wir sind eben jetzt nur der Import für Österreich. Und, ja. Und deswegen, bei den ganzen Merch-Sachen ist die Spanne jetzt auch nicht riesig. Ja. Aber es ist natürlich ein nettes Produkt und jeder kauft sich sowas auch nett dazu und muss jetzt nicht unbedingt gedacht haben, dass er sich das jetzt unbedingt kaufen will. Der sieht es und kauft es. Das ist nicht so wie bei einem Helm, muss dann der vielleicht schon... ein bisschen Gedanken machst und auch ein bisschen Zeit vergehen lässt, sondern das nimmst du halt mit, was dir halt taugt. Ja. Das ist ein Emotionskauf. Ja. Du, bei den Helmen, da habe ich ja meinen ersten Highsider habe ich gemacht mit einem Helm von dir, AGV, Rossi, wahnsinnig schön ist der gewesen, was der mit dem Doppeldesign. Auf der einen Seite der Mond, auf der anderen Seite der Sonne, wirklich ein wunderschöner Helm. Und ich habe dann auch austesten können die Klangfarbe, wenn das aufschlägt. Weil mit so einem Highsider machst, da kommst du dann auf und dann macht so bam, bam, bam. Bam. Da peppelst du ein paar Mal auf, also wirklich eine schöne Klangfarbe gehabt. Ich habe mir damals das Handgelenk gebrochen, aber der Schädel ist absolut in Ordnung gewesen. Und der Helm, witzigerweise, der hat von außen gar nichts gehabt und ich weiß natürlich, dass man so einen Helm dann entsorgt. Nur das war der Helm von Valentino Rossi, den habe ich nicht entsorgt. Den fahren sie heute noch in Tirol mit dem Suzuki Wanwan 125, also nicht schnell. Ist sehr unvernünftig natürlich. Ja, aber den Helm gibt es immer noch. Es ist eher Wahnsinn. Aber der ist damals wahrscheinlich auch nicht günstig gewesen, aber dieser Helm jetzt, da steht jetzt oben 1600 Euro. Ja. Und das fürchte ich, da musst du jetzt ein paar Worte verlieren, warum das 1600 Euro kostet. Was ist mit dem Helm? Gut, das ist jetzt die letzte Version von Pista, eben der Pista GPRR. Die Vorgängerversion hat ja auch schon 1500 gekostet, das heißt, die Preiserhöhung ist jetzt nicht so enorm. Der Unterschied ist, dass der jetzt auch filmhomologiert ist. Ja. Okay. Also, das ist eben jetzt auch in dem Jahr neu. Das ist halt ein 100% Carbon-Helm. Dieser Helm ist wirklich mit der Hilfe von Rossi entwickelt worden. Ja, das ist jetzt nicht nur irgendein Marketing-Schmäh, sondern. Der Rossi hat da wirklich viele Stunden auch im Entwicklungsbüro von der AGV oder auch im Labor verbracht, um diesen Helm zu konstruieren. Ja, das heißt, da ist wirklich sein Kopf war Modell für den Helm. Ja, also der ist um einen Rossi herum gebaut worden. Ja. Wahnsinn. Da geht es um Aerodynamik, da geht es, wie dick ist das Visier, wie soll die Belüftung sein. Wie ist die Innenausstattung, was ist angenehm, was ist nicht angenehm, wo sitzt der Verschluss? Der ganze Helm ist eigentlich von der Position her auch extrem Racing natürlich, weil er als Rennfahrer sitzt du halt anders drauf, als wenn du der Tourenfahrer bist. Ja, ja, ist auch klar. Deswegen muss der ganze Helm irgendwie anders konstruiert sein. Ja. Okay. Du hast innen auch ein Trinksystem dabei, das steckst dann an im Höcker von der Nese-Kombi. Dass du halt bei den Rennen auch ein bisschen Flüssigkeit zu dir nehmen kannst. Natürlich Doppel-D-Verschluss, du hast natürlich Safety Release, eine sehr angenehme Innenausstattung. Ja. Und man muss halt sagen, das sind Helme, die
wirklich fürs Rennfahren gebaut worden sind. Ja, ja. Also das ist kein Tourenhelm oder auch kein, das ist eigentlich dafür da, dass man den Helm fürs Rennen aufsetzt und dann wieder runternimmt. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Du, weil ich sehe diese Belüftung. Ja. Die Belüftung, die kann ich entweder sie ist offen, weil jetzt ist dieses Plastikteil, das ist glaube ich da. Das haben wir schon verloren, ne? Ist noch da. Ah, ja. Ja. Das ja, genau. Also bei entweder dem, offen oder geschlossen. Genau, du stehst dann. So variieren kannst du nicht in Wirklichkeit. Genau, also du hast nicht einen Schieber. Während der Fahrt. Ja. Sondern du kannst es offen aufmachen oder zumachen. Da geht es eben darum, dass man ja beim Start meistens merkt, ob es renkt oder nicht. Und dementsprechend nicht immer. Ja. Nicht immer. Ja. Und ja, und dann kannst du es eben entscheiden, ob du es geschlossen hältst oder offen machst. Ja. Also zumindest weißt du, ob es kalt ist oder nicht. Genau. Ja. Ja. Okay. Ja, du hast natürlich auch von allein diese Visiermechanik, ja, ja, ist so konstruiert, dass diese ganze Mechanik extrem klein ist. Ja. Das heißt, die ganze Mechanik ist so klein wie möglich gemacht worden, dass die Schale auch nicht zu sehr angegriffen wird von den Bohrungen oder so. Ja. Das sind lauter so kleine Details, die jetzt vielleicht gar nicht so auffallen, aber das halt so einen perfekten Produkt machen. Man muss auch sagen, dass dieser Helm da sind viele Stunden von Handarbeit drinnen. Ja? Ist wirklich eine Handarbeit, das wird noch in Italien produziert. Ja? Okay. Das ist ja auch nicht mehr klar, dass dieser Helm noch in Italien produziert wird. Ja? Ja. Das sind wir da eben, made in Italy. Ja? Ja. Dann da zum Beispiel bei den Spoilern vorne, das hat den Sinn, dass quasi die Luft noch mehr als ohne diesen Teilen reinströmt und somit eine gute Ventilation ist, dass dem Rennfahrer halt nicht heiß ist und dass er genügend Luft bekommt. Ja. Wahnsinn. Ja. Wie gesagt, Film-Homologation habe ich schon gesagt. Also man könnte jetzt noch einige Stunden drüber reden. Ja. Es ist halt ein besonderer Helm. Ja. Er ist natürlich vom Preis her das High-Level. Ja. 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 Aber es gibt eben diese Kundschaft, die genau sowas wollen. Ja. Ja. Und es ist nicht der Helm für jedermann, ja. Das muss man einfach sagen. Ja. Ich finde das eh, es gibt immer Leute, die sind bereit, richtig hart ins Gesport reinzufahren, kriegen dann ganz sicher was ganz Außergewöhnliches. Aber daneben hast du jetzt einen Scorpion-Helm, die kann ich mich auch noch erinnern, die habt ihr irgendwann angefangen zu importieren. Mhm. Und ich glaube, das ist von Anfang an ein echter Renner gewesen. Das war ein super Renner, weil das Produkt einfach immer ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gehabt hat und auch vom Design her immer vorne dabei war. Ja. Ja. Und die haben das eben geschafft, das halt jetzt auch über die Jahre weiter zu machen und sich noch weiter zu entwickeln. Und ist jetzt mittlerweile eine sehr starke Marke geworden. Ja? Auch in, auch in den mittleren bis höheren Preissegment. Das ist zum Beispiel der Helm von Fabio Fantastic. Gartararo. Genau, du kannst das also auch nicht aussprechen. Ja? ist natürlich auch ein Vollblut-Racing-Helm. Ja. Was bei den Scorpion-Helmen immer dazu kommt, ist, dass die eigentlich die Erfinder sind von dem Airbump-System. Ja. Ja. Da kannst du die Backenpolster aufpumpen. Ja. Das hat den Sinn für höhere Geschwindigkeiten, dass du halt wirklich einen perfekten Halt hast. Oder auch nach einer gewissen Zeit gibt es Innenfutter natürlich nach, obwohl das natürlich ein sehr hochwertiges, mehrlagiges Innenfutter ist. Ja. Du, aber ich habe ja selber zwei oder drei so Scorpion-Helme getestet und das Pump-Air-System hat mir voll getaugt. Ich habe allerdings nicht gewusst, dass das auch in die echten Racing-Helme drinnen ist. Ja. Das okay. Ziehen sie eigentlich durch. Es gibt nur im ganz unteren Preissegment gibt es was sie nicht drinnen haben. Ja. Bei Jet-Helmen logischerweise nicht. Ja. Aber sonst ziehen die das eigentlich durch, weil es sich ja wirklich auch durchgesetzt hat. Ja. Wahnsinn. Du, und das, da sind wir halt in der Preisklasse, keine Ahnung, 440, 450. Genau, das ist jetzt der Replika-Helm, der R1. Es gibt den gleichen Helm um 3,99 mit normalen Dekors und eben der Fabio-Helm, der kostet 4,39. Ja, das ist aber auch der Rennhelm. Das ist der Rennhelm, ja. Wow. Hat keine Sonnenblende, weil es eben ein Rennhelm ist. Ja, ja. Hat er Binlock Max Vision, hat Abreißer dabei. Ja. Ja, es ist auch so, dass bei diesen R1-Helmen überall ein getöntes Visier auch noch im Serienumfang enthalten ist. Ja.
Na gut, das ist Weltklasse. Mhm. Du, und ihr habt aber da jetzt, da glaube ich, bist nicht der Importeur oder was, aber die, ihr habt auch Schuhe, oder? Das auch. Schuhe haben wir jetzt auch, ja. Also soll ich dann bringen? Irgendwann? Ja. Der Blau, was ist mit dem? Nein. Der Blau ist schön. Sag mal irgendwann. Ja. Na, links, ja, der Stopp, ja. Der Rad. Ja, das ist ja das Topmodell, ist der X-Spirit 3. Ja. Jawohl. Immer das Topmodell. Immer das Topmodell, ja. Das ist auch wahnsinnig schön. Ja, wie gesagt, bei Show ist es so, dass wir natürlich mit den Marken AGV, Scorpion, LS2, Acerbis, Hebo schon eine ganz gute Auswahl haben. Aber Show ist natürlich ein Produkt, was da kommen einfach viele Leute in den Laden und wollen einen Schuhhelm. Ja. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diese Marke noch aufzunehmen. Allerdings nur in unserem Laden, also nicht im Großhandel. Ja. Also, und der ist mit 870 Liter zwischen diese beiden. Genau, das Helme ist halt das Topmodell von Schoei. Ja, schaut wahnsinnig gut aus. Ist halt auch der Helm, den der Marquez fährt. Ja. Ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist auch ein absolutes Top-Produkt. Ja. Ja. Also ist wirklich von der Verarbeitung her und auch von der Reklamationsquote geht das gegen null. Ja, also das ist wirklich ein absolutes Top-Produkt. Ja. Du, bei mir ist so, ich bin natürlich immer Racing-Helme gefahren, jetzt auch noch, obwohl ich jetzt schon ein bisschen eher so der Genussfahrer wäre. Für mich ist immer trotzdem wichtig, einen Racing-Helm zu fahren. Mhm. Das ist allerdings so, das muss man schon ganz fairerweise sagen, Racing-Helm hat auch Nachteile. Das heißt, es ist ein bisschen lauter. Ja, genau, das ist eben genau das, was ich auch den Leuten sage. Ich habe jetzt auch ein bisschen das Vergnügen, dass ich teilweise da im Verkauf bin, was für mich auch sehr interessant ist, einfach auch einmal zu sehen, wie die Endkunden reagieren oder was die wollen. Und da gibt es natürlich auch Leute, die reinkommen und sagen, ja, ihr Kopf ist das Wichtigste, sie wollen den teuersten Helm haben. Ja. Ja. Und dann ist das aber du ein Fahrer, dann zeigst du ihm den Helm und wenn du ihm den dann verkaufst, ist der todunglücklich, weil er kein Rennfahrer ist, sondern ein Tourenfahrer. Der hat dann keine Sonnenblende und es rennt rein, wenn er es nicht zumacht und es ist auch nicht es ist auch kein leiser Helm, weil das überhaupt keine Relevanz beim Rennfahren hat. Ja, beim Rennfahren hast du Ohrenstoppeln, das brauchst, der muss nicht leise sein, ne? Der muss aerodynamisch sein und andere Features haben. Ja? Ja. Also es muss einfach der Helm da zu dir passen oder zu dem Bereich, was du halt für was du ihn brauchst. Ja, ist klar. Du, es hat mich trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, so bin ich bloß an mir vorübergegangen, dass es jetzt einen Helm gibt um 1600. Wahnsinn. Aber es ist der Doktorhelm. Also, das ist ganz schwer. Du, jetzt habe ich da ein anderes Produkt. Das ist, ich glaube, das ist immer noch nicht ganz wahnsinnig bekannt. Ihr macht es, glaube ich, seit 27 Jahren, habt ihr diese Gaierne-Stiefel. Mhm. Ich bin wahnsinnig viele Gaierne-Stiefel gefahren. Viele kaputt gemacht, stimmt. Ja, aber ich muss sagen, also wenn es mich aufzwickt hat, ich habe nie beim Fuß habe ich nie irgendeine Verletzung gehabt, es war immer großartig. Und da kann ich mich aber eher erinnern, das heißt ja, diese technische Seite des Produkts, das die immer super erklären können, die haben da so einen speziellen Fersenschutz gehabt, bei so einem Highside oder was, war immer wirklich großartig. Und jetzt ist so, das Gaerne hat aber auch sowas wie diesen Stiefel und das, da gehen die Knie, weil ihr habt natürlich ganz wahnsinnig tolle Motocross-Stiefeln. Das ist eine wunderbare Technik. Ja, da sind wir mit SG12, das ist halt einfach der meiner Meinung nach beste Motocross-Stiefel, den es zurzeit gibt. Den gibt es schon eine gewisse Zeit lang, aber er ist noch immer ganz das absolute Top-Produkt. Und diese Rennstiefel, also wurscht jetzt, ob es Motocross ist oder Straße, MotoGP, die Rennstiefel, die sind halt schon, wie soll ich das sagen, das ist für mich schon ein bisschen relativ weit weg von einem Schuh im klassischen Sinne. Und wenn ich mir diese Bock anschaue, das sind für mich sind das so eine Art so Trail-Tourenstiefel, da wäre ich halt ganz deppert, weil das so eine wahnsinnig schöne Oberfläche hat und trotzdem halt einen wahnsinnig guten Schutz. Und ich glaube jetzt, nachdem diese Scrambler-Fraktion so überhand nimmt, mit so einem Stiefel bist du aber schon super das dabei, ist, oder? Das ist ein Stiefel, das kommt eigentlich aus dem Trail-Bereich, das ist eigentlich auch ein Trail-Stiefel, den jetzt viele Leute aber auch eben für das Soft-Enduro oder Soft-Trailfahren verwenden. Es ist so, dass, oder auch für die Scrambler, ja, das ist ein geöltes Leder, das ist ein sehr feines, sehr gutes Leder, sehr angenehm, das ist ein Stiefel, den kannst du anziehen und dann auch wandern gehen. Ja. Hat noch nicht so viele Plastikteile, dass das dann irgendwo drückt.
Ja. Ist natürlich ein gewisser Kompromiss dann bei der Sicherheit, weil wenn es da noch eine Fersenverstärkung in Plastik hast, ist es natürlich noch sicherer. Ja? Ja. Aber wie gesagt, das ist sehr beliebt bei den Scrambler-Fahrern. Ist auch eine wasserdichte Membran dabei, das heißt, okay, der ist wasserdicht, hat Aluschnallen, ist halt auch entsprechend deines Alters ein bisschen was Rustikaleres. Ja? Also, ist jetzt nicht so modern, aber wie gesagt. Ich habe da oben natürlich die italienische Flagge angedeutet. Italien und Motorradl ist einfach was ganz Großartiges für mich. Mhm. Aber bauen werden die Stiefel natürlich nicht mehr in Italien, oder? Oh ja, Gaiana produziert es als wirklich einer der letzten noch in Italien. Echt? Das ist eigentlich wirklich ein alter Schuster, der dann eben diese Firma. Typ, oder? Das ist ein Typ. Nein. Und die produzieren wirklich noch in Italien. Und für den war das einfach ein Schuster, der kann auch nicht wirklich gut Englisch, sondern der ist halt wirklich ein ganz feiner Handwerker, der möchte einfach höchste Qualitätsstiefeln herstellen. Ja, das ist einfach, das ist das, was der möchte. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Das heißt, das ist wirklich ein Mensch, der hat das gegründet vor genau, also nicht, ein paar genau. Jahrzehnten. Ja, der hat es gegründet 1962. Ja. Na. Ja. Der lebt noch. Der lebt jetzt noch, ist jetzt schon sehr alt, aber seine Töchter. Haben wir den da drauf, ja. Seine Töchter führen das jetzt weiter und er ist auch noch jeden Tag, glaube ich, in der Firma. Ja. Okay. Und die, wie gesagt, du kannst dort hingehen und dir was reparieren lassen und die sind wirklich noch dort und können das auch. Ja. Ja. Die kennt sich aus mit den ganzen Leisten und so. Also das ist wirklich noch Handwerk, wie es fast nicht mehr gibt in Europa. Ja. Leider. Ja. Du. Ja. Ganz große Freude, das finde ich großartig, weil das ist immer gleich ein bisschen ein Sweet Spot. Jetzt ist so, von Gaiana, das interessiert mich natürlich auch noch, wir haben ja diese Motorradl-Sneaker, sage ich jetzt, das sind glaube ich zwei von Gaiana, oder? Richtig, ja. Da gibt es natürlich in verschiedenen Fasonen und was mir dort halt sehr taugt, ich habe jetzt viel mehr Schutz, wie wenn ich einen echten Turnbock anhabe und ich war trotzdem irgendwie so eine relativ legere Optik. Und da hast du einen Schuh von, das ist glaube ich eine andere Firma. Wie das ist jetzt die? DCX, das ist auch eine italienische Firma. Also das gibt's und das hat Knöchelschutz und das hat alles, das ist wirklich super. Mhm. Und bei der anderen italienischen Firma, da sieht man das halt relativ gut, wie sie das gemacht haben, oder? Genau, bei DCX ist es so, dass die auch sehr viel Wert auf Qualität natürlich legen. Die halt das mal in die Kamera. Ja, die haben da eben auch einen sehr guten Knöchelschutz. Und haben noch in der Sohle eingearbeitet eine Fiberglassohle. Das ist relativ leicht zu erklären. Das ist quasi so ein Teil. Ja. Das heißt, man kann eigentlich so ganz gut gehen. Ne? Wow. Also da kann man, das stört eigentlich nicht. Ja. Nur wenn da jetzt Druck kommt von außen, zum Beispiel ein Motor, du stürzt und du fliegst irgendwie so drauf oder das Motorrad fliegt auf den Schuh drauf, da kannst du es eben nicht biegen. Also da hast du einfach einen wirklichen Schutz. Das ist ein Traum. Das heißt, ich kann super gehen, aber also so kann ich das irrsinnig gut. Genau. So kann ich gehen und so ist einfach fast richtig steif. Ja. Das ist schon super. Ja, da und wie heißt die Partie? DCX. DCX. Ja. Wahnsinn. Nein, und diese Art von Schuhen, die sind jetzt in den letzten Jahren extrem populär geworden, weil man halt mit den Schuhen dann auch noch irgendwo essen gehen kann oder ins Büro. Und nicht so einen hohen Stiefel haben. Ja. Anhaben muss. Ne? Aber der wird irgendwo in Asien gemacht, der DCX vermutlich. Der DCX wird nicht in Asien gemacht, der wird in Rumänien gefertigt. Also auch wirklich? Noch okay. Ja. Du, aber wie gesagt, ich habe solche Gaiana so wie öfter gehabt. Ja. Mir hat es ein, zweimal mit sowas hingeworfen, muss ich auch leider gestehen. Aber immer top. Und wie gesagt, und ich habe jetzt halt irgendwie, ich habe trotzdem also so einen schlanken Auftritt. Das ist wirklich wichtig. Man muss natürlich sagen, das Beste ist ein Stiefel mit viel Protektoren. Ja. Das bietet den besten Schutz. Ja. Sowas ist halt besser als ein Turnschuh. Ja. Ja. Und bietet natürlich auch noch mit Knöchelprotektoren und diese Sohlenkonstruktion wirklich einen weiteren Nutzen noch. Ja. Ja. Nur ist natürlich vom Schienbeinschutz ist da einfach nichts da. Ja. Also es ist ein Kompromiss, es ist besser als ein Turnschuh, wesentlich besser, aber natürlich nicht so sicher wie ein Stiefel. Das ist bei vielen Sachen so, dass man sich dann entscheiden muss, möchtest du ganz sicher sein oder möchtest du dich noch wohlfühlen. Ja. Das ist halt so ein bisschen die Gratwanderung. Ja. Ja.
Ja. Du, apropos ganz sicher sein, ihr habt ja relativ lang, oder lang weiß ich gar nicht, aber ein paar Jahre habt ihr Denese importiert. Ja, da waren wir quasi Großhandel und Agentur. Ja. Genau. Ja. Und da habe ich ja dankenswerter die Leder habe ich immer noch, diese Band-Denese-Leder, großartig, große Freude. Und jetzt aber, glaube ich, macht Denese das selber. Genau, also Denese hat die ganze, das ganze Vertriebsnetz in ganz Europa verändert und hat jetzt eigentlich für Österreich einen Angestellten, den Christian Spieß, der war vorher bei der Zweiradbörse, eine wirkliche Top-Kraft, die sich wirklich sehr gut auskennt mit Denese. Ja. Und wir sind jetzt quasi nur mehr Händler von Denese. Ja. Also das. Ich habe jetzt aber da gesehen, ihr habt so relativ viel und da ist da diese Airbag-Jacke, also es ist wie ein Unterzieher schaut das aus. Das ist die Smart Jacket, warte, ich bringe sie mal her. Smart Jacket? Ja. Okay. Na, weißt du, mir ist das also vor ein paar Jahren ist mir noch ganz suspekt vorkommen. Suspekt ist das richtige Wort. Und mittlerweile bin ich da schon ein bisschen lockerer im Umgang, aber die Jacke, dieses Smart Jacket, oder was? Ja, das Smart Jacket, das finde ich natürlich großartig, weil das kannst du unter jede Jacke anziehen. Ja, unter jeder ist jetzt übertrieben, aber du kannst es unter den allen Textiljacken anziehen. Bei den Lederjacken muss man ein bisschen aufpassen, ob das von den Nähten her sich dann auch alles auch ausgeht. Ja. Aber du kannst es auf jeden Fall drüber anziehen, über die Lederjacke. Du bist, das ist halt das erste wirklich Standalone-System. Das heißt, du hast die Jacke, ziehst das an, aktivierst es und du hast den Airbag-Schutz. Früher war es so, dass du da bei den Street-Versionen, dass du noch quasi dein Motorrad fit dafür machen hast müssen, dass du Sensoren einbauen müssen, hast in die Werkstatt fahren, hast du Termine ausmachen müssen Wahnsinn. Für den Werkstatt. Wahnsinn. Das war einfach zu kompliziert. Und jetzt hast du es in den Produkten drinnen. In der MotoGP ist es ja schon Pflicht, dass sie einen Airbag haben. Ja. Von der Seite kommt das ja alles. Denise hat da 20 Jahre investiert und hat da jetzt ein Know-how, was unglaublich ist. Ja. Und das ist auch eine ganz komplizierte Technik. Da gibt es Sensoren. Und die wissen einfach, ob das jetzt eine normale Situation ist beim Motorradfahren oder ob der Zonko gerade stürzt. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Und diese Sensoren, die sind aber jetzt nicht mit der Maschine verbunden, sondern das steckt alles in dieser Jacke drinnen. Das steckt alles da drinnen. Ja, du hast die Patronen für den Airbag zum Auslösen, du hast die Elektronik drin, du hast die Sensoren drin. Ja. Aber das ist dann fast so ein bisschen so eine Entwicklung wie beim ABS, weil das ist ja am Anfang waren diese Systeme so grottenschlecht, dass ich mich richtig aufgeregt habe. Und man dachte, das ist eine Frechheit, dass uns sowas mit einem Sicherheitsgedanken verkaufen. Mhm. Und bei diesen Airbag-Systemen ist mir eine Zeit lang ähnlich gegangen, dass ich mir gedacht habe, das ist ja alles so wahnsinnig kompliziert und so komisch. Und das da jetzt, das wirkt jetzt aber sehr, sehr ausgereift. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sich das dann auch relativ gut verkaufen wird, weil das kannst du ja wirklich relativ leicht handzuhaben. Genau, oder? Um das geht es ja. Es geht um die Handhabung und um den Preis. Ja. Das Problem ist, dass halt früher diese Produkte noch so teuer waren, dass das halt wirklich nur einigen wenigen möglich war, sich sowas zu kaufen. Ja. Mittlerweile kostet ein Smart Jacket 5,99 €, ist noch immer viel Geld, aber das ist schon für viele im Rahmen und ich glaube auch, dass das wirklich Sinn macht. Ja. Es ist so, dass wir von diesen Jacken schon wirklich einiges verkauft haben. Ja. Angenommen, es hat mir jetzt auf die Pfeifen gehauen, dieser Airbag hat ausgelöst, ich bin natürlich dann komplett unverletzt aufgestanden und habe einfach gedacht, scheiße, wieso bin ich schon wieder so deppert gewesen, ich bin gestürzt. Ja. Was ist dann mit der Jacke? Kannst du dann weghauen? Oder? Nein, du kannst jetzt, natürlich kommt es jetzt darauf an, wie schaut die Jacken aus. Ja, wenn du das jetzt drüber anzogen hast und dich jetzt dreimal dreht, viermal überschlagen, dann wird das hin sein. Ja, dann wirst du die Jacken weghauen können. Ja. Wenn du jetzt sagst, du hast das drunter angehabt in einer Textiljacke und es ist eigentlich von der Jacke unbeschädigt und von der Elektronik, dann kann man einfach diesen Airbag-Sack austauschen. Ja. Okay. Das kommst du zu uns, wir tauschen es aus und kannst weiterfahren. Halt, ja. Okay. Ja. Rebel, das war irgendwie ganz lässig. Das war jetzt ein echter Bildungsauftrag. Da habe ich jetzt schon fast einen Gustaver Pfeiffel gekriegt. Du, aber Reiberl, was noch wichtig ist, was ist noch wichtig? Wichtig ist, glaube ich, schon, dass man diese, du hast ja noch das Revit, oder? Das Revit, das hast du neu im Programm, oder? Das haben wir ein neues Programm, das ist immer eine holländische Marke, die jetzt in den letzten Jahren irrsinnig
tolle Entwicklungen ausgeführt haben und die sind jetzt meiner Meinung nach ungefähr Nummer 3. Wirklich? Ist glaube ich so. Okay. Sind vom Design her und von der Technologie her ganz vorn dabei, haben immer ganz tolle Features und ja, ist von der Passform her genial. Und ich zeige euch jetzt ja, mal. Ja, ich mache da ein bisschen Platz, oder? Ich mache mal einen Platz, genau. Du kannst es eh holen, ich mache einen Platz ein bisschen. Revit. Revit kommt dir vom Gas geben, gell? Revit. Ja. Mal schauen. Ich mach ganz kurz eine Meldung. Freunde, sollte es abreißen, das Video, wir haben ja keinen Schnitt, dann ist es einfach, weil der Akku ausgegangen ist. In dem Fall, ganz, ganz wichtig, www.xayo.com und wer kommen will, physisch ins Geschäft, es ist im Brunn am Gebirge in der Industriestraße. Da findet ihr es dann schon. B, Industriestraße 16. B. 16, jawohl. Aber wir werden nicht durchhalten, ganz normal mit den Wahnsinnsbatterien. Genau. So, da haben wir jetzt ein Adventure-Modell von Revit. Ist eine sehr schöne Enduro-Jacke, die Jacket Zend 3. Es hat eben schon zwei Vorgängerversionen gegeben, die ist jetzt immer modifiziert worden. Wir sehen vom Obermaterial was sehr, sehr Robustes. Man hat natürlich eine Membran und einen Innenfutter. Robust heißt, dass es eine hohe Abriebsfestigkeit hat. Genau, richtig. Ja. Ja, du hast da ein sehr hochwertiges Material, was da verwendet wird, 600D. Ja. Und es, du hast Taschen. Wie heißt so schön, da freut man sich aufs Stürzen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das so sagt, aber wenn du meinst. Was mir persönlich sehr gut gefällt an der Jacke ist, dass die Details so nett gemacht worden sind. Du hast da die Möglichkeit, eben deine Halsstärke anzupassen. Ja. Du kannst das da einhängen. Warte, ich zeig das kurz her. Das ist ein lässiges Detail. Sieht man das? Oder bin ich da jetzt im Licht? Da kann man das vergessen. Du, ich glaube, ich bin schlecht im Licht. Ja. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber wenn das nicht funktioniert, nervt das extrem. Ja? Ja. Du hast dann natürlich sehr viele Verstellmöglichkeiten, dass das wirklich passt. Ja? Ja. Du hast wahnsinnig tolle Belüftungen. Ja, das ist wichtig. Ja. Ja. Dann hast du Reflektoren natürlich. Auf der Seite hast du auch wieder Belüftungen. Ja, aber diese Reflektoren, gerade wenn du in der Nacht fährst, ist das schon was sehr, sehr Leibendes. Muss ich nicht sagen. Ja klar, weil du einfach... Du einfach viel besser, nicht? Genau. Oder wenn dann beim Wirt warst und zurückgehst ins Hotel, sag gut, wenn es dich sehen wird, auf der Straße torkelst. Ja, genau. Ja. Du Reiberli, hupf da mal rein, weil das macht mir echt einen tollen Eindruck. Hupf rein. Was kostet sowas? Sowas kostet, das ist wie gesagt die Mittelklasse, kostet 4,49. Da auch zwei Zip zum Anzippen der Hose. So, bitteschön. Du hast da eine spezielle Technik. Ja. Naja, aber das ist auf alle Fälle sowas, da wird dann nicht kalt. Bist du narrisch. Und du kannst es eben variieren, indem halt die verschiedenen Lagen. Genau, genau. Es ist die Möglichkeit, dass du halt alles ausnimmst oder nur die nur das Vlies. Aber es fühlt sich wirklich sehr, sehr leibend an. Ja. Wahnsinn. Ja. So, das schmückt dich extrem. Ja. Ja. Das ist gut. Ja. Wirklich super. Ja. Macht einen echt ernsten Eindruck. Da möchte man gleich am liebsten gleich nach Sizilien rüberblasen. Genau. Ja. Es ist auch für das Neckbrace geeignet. Du hast auch die Möglichkeit, dass du da oben, das sind eben so Schlaufen, da kannst du zum Beispiel deine Kamera drauf montieren. Ach so. Zum Mitfilmen oder so. Ja. Da oder da, ja. Okay, na, das ist aber intelligent. Ja. Dann hast du da eben auch hinten hast du noch Belüftungen. Dann da kannst du eben eine große Tasche für den Membran zum Reingeben. Farbe gefällt mir auch sehr gut, das Dunkelblau gibt es natürlich in... Also hast du jetzt gesagt, für den Membran zum Reingeben? Genau, du kannst ja die ganze Membran herausnehmen. Und hinten in die Taschen rein. Ja, wenn es jetzt nicht reinkt und sehr heiß ist so. Ja. Das ist aber super. Du hast gesagt, dass Neckbrace verwenden das noch viele, weil da habe ich das Gefühl, das ist irgendwie nicht so, das hat sich nicht so durchgesetzt. Also ich glaube, dass so bei der Dakar da schon noch viele damit fahren, es ist ein bisschen eine Philosophie-Sache. Bei einigen Stürzen wird das sicher
seine Berechtigung haben, ja. Also das wird da helfen. Ja. Wenn es blöd läuft, kann es auch schlechter sein, als wenn es keins gehabt hätte. Also ich bin da jetzt nicht ganz up to date, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber es gibt welche, die schwören drauf, und es gibt welche, die sagen, ich will mir sowas nie anziehen. Ja. Okay. Ja. Du, und das bei dem Revit, das wundert mich, du hast gesagt, die Nummer 3 ist das schon, oder was? Also vom Feeling her ist das so, von der Marktstärke in Europa sehe ich das so, ja. Wahnsinn. Aber das sowas, das produziert natürlich niemand in Europa. Das Nein, also das, die ganzen Textilsachen sind schon in Asien, ja. Das muss man sagen. Wobei natürlich, da gibt es auch Unterschiede, ob man einfach eine Jacke zukauft und den Namen draufschreibt oder so wie im Fall von Revit wirklich die Jacke entwickelt und auch schon seine Partner dort hat, die genau das machen, was du willst. Ja? Weil sonst machst du ein Muster und die Jacke kommt ganz anders, als du wolltest. Ja? Also die haben da auch ein sehr hohes Qualitätsmanagement und auch, natürlich auch ein Labor, wo alles ganz genau überprüft wird und auch die ganzen Schnitte werden selber gemacht. Und somit ist das halt wirklich ein sehr, sehr feines Produkt. Ja, und das ist auch das wirklich super durchdacht. Da kenne ich zum Beispiel, könnte ich mir das Pfeiferlein stecken. Da kannst du mehrere Pfeiferlein stecken. Ja. Ne? Also, ich nehme an, du hast ja einige, oder? Ja. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Jacke von Revit. Es gibt die Poseidon, die ist noch ein bisschen im höheren Preissegment. Es gibt sehr viele Sportjacken. Es gibt sehr kurze Jacken, also die haben auch ein Riesenprogramm, auch in Handschuhen. Aber sind die komplett jetzt auf Textil umgestiegen? Weil ich habe mal so ein Revit-Leder gehabt. Die haben auch Revit-Leder, ja, also es gibt es auch alles. Gibt's es gibt Lederjacke, noch? Es gibt einteilige Lederkombis. Ja. Da, genau, ja. Ist das so ein Retro-Lederjacken? Ja, genau. Das ist. Na, die können wir mal noch kurz zeigen, schaut ist nicht leibend aus. Die unten? Ja, die schaut doch leibend aus. Das taugt man da immer, wenn die Schultern, wenn das so abgesteppt ist. Ja. Und es ist ein mächtiges Leder. Ja. Ein mächtiges Leder. Was muss man da hin? 400er. Ja. Ja. Na, ist ein ganz weiches, angenehmes Leder, die wirklich gut. Und trotzdem gut passt. Aber dick. Ja. Weich, dick. Weltklasse. Ja, okay. Ja. Also da haben wir noch so was Sportliches. Das ist jetzt so ein Mix mit Leder und. Und Textil. Das ist ganz witzig, das ist eine echte Altersgeschichte mit so einer Kapuzenhaut. Ja, das interessiert sie nicht mehr. Ja, kannst du runtergeben. Das ist ganz eigenartig, weil es gibt viele Leute, die finden es ganz leibend mit der Kapuzen und bei mir und so, du hast das. Ist fast aus. Dann denke ich mir, Alter. Ja, dann habe ich es lieber wieder weg. Aber was ich mich auch frage, weil ich habe jetzt selber was, die habe ich oft genug so ans Wetter mit einer Kapuze, wenn der Motorrad fahren geht, das flattert ja da hinten ganz sick. Ja, die kannst du ja runterziehen. Das ist ja auch mehr. Ja. Für den City-Bereich und so, ja, und auch nicht so für ganz hohe Geschwindigkeiten. Ne? Und du, gell? Du bist ja viel jünger wie ich. Viel. Du fährst nämlich schon nicht so aus. Mit so Kapuzen, oder was? Ja, ich würde fahren, ja. Ja? Ja, mich stört es nicht. Ne? Ja. Ja, nein, sehr gut. Auf das werden wir uns jetzt nicht aufhängen. Ja. Reiberl, haben wir uns irgendetwas? Haben wir jetzt alles vergessen? Genau, was haben wir alles vergessen? Na, ich glaube aber, diese Merchandise-Sache, haben wir gesagt, dass wir das eigentlich von allen haben, von Tobi und von... Das ist schon sehr leibend, ja. Weil das glaube ich auch, dass das einfach für viele super ist. Wir haben das gesagt, glaube ich, dass den Webshop, das dauert noch ein paar Wochen, dann gibt es das. Ja, wir machen jetzt eben auch einen Online-Shop unter shop.xayo.com mit Merchandise-Sachen und da können natürlich dann auch unsere deutschen Freunde bestellen. Ja, das wäre großartig. Du, Reiberl, dann ist so, wir sind